Bildmodus hier raus zu switchen. Ich höre mich schon wie Gronkh an, ne? Der ist ja auch immer zu faul, aus dem Vollbildmodus raus zu switchen, um einmal kurz, was weiß ich, die Musik leiser zu machen. Stimmt, das war's immer. Also meistens der Grund. Das war meistens der Grund. Stimmt. So, und mir trällert die Musik von Minecraft gerade so etwas laut ins Ohr. Darum rede ich mal etwas lauter. Oh Gott, die ist so laut bei mir auf dem Ohr. Aber hört sie euch einfach an. Hört sie euch doch einfach an. Tjo. Ja, ein Eisen. Na, noch mehr Kohle. Na, noch mehr Eisen. Ja, ich laber jetzt doch ein bisschen hier in die Musik rein. Ja, ich weiß. Boah. Oh nein. Mr. High 554 bzw. Hubert Schubert macht die gesamte Musik kaputt. Ganz schnecklich ist das. Er begeht ein Verbrechen an der Menschheit. Damit, dass er das macht. Auch wenn sie kein Schwein für dieses Let's Play hier interessiert, weil es schon, Millionen andere Minecraft-Let's Plays gibt und, meins mit Abstand das schlechteste ist, was es gibt. Ich es aber trotzdem hochlade, weil ich euch auch ein bisschen Scheiße auf meinem Kanal bieten will. Nein, als ob. Nee, weil es mir Spaß macht, lade ich das ja natürlich hoch. Also ich lade es ganz bestimmt nicht jetzt hier hoch. Oh, Fame, ich möchte berühmt werden. Da muss ich aber auch nochmal dazu sagen, ich habe natürlich, als ich mit Minecraft angefangen, also jetzt es angefangen habe zu Let's Play, nicht dieses Let's Play, sondern mein erstes Let's Play, was sogar noch online ist. Dieses Let's Play ist wirklich noch online, das gibt's nicht. Habe ich halt gewollt, dass, es bei mir ungefähr so wie mit Gronkh ausgeht. Ich dann jetzt hier mit 300.000 Abonnenten sehe es, aber ganz ehrlich, mir gefällt dieser kleine Rahmen von 84 Abonnenten mittlerweile. Gefällt mir doch irgendwie besser als, ich vermute, dass es mir besser gefällt. Also momentan gefällt es mir ganz gut mit einigermaßen wenig Abonnenten hier rumzusitzen. Das Einzige, was ich mir noch persönlich wünschen würde, wäre, dass ich Partner bin. Aber gut, das ist etwas, was ich, denke ich mal, entweder nie erreichen werde oder nie erreichen kann. Es sei denn, ich Let's Play noch 2 Jahre weiter, aber das, ich weiß nicht, ob das so wahrscheinlich ist, dass ich noch 2 Jahre weiter Let's Play. Also, ich sollte auch noch vielleicht hier mal peaceful ausmachen. Aber trotzdem, ob ich jetzt nur 2 Jahre weiter Let's Play. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich vermute es aber schon, dass ich das mache, aber hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ist halt noch nicht da, weil dann kann ich bei TGN halt anheuern. Da kann ich da mal hingehen, Bewerbung schicken oder was weiß ich, ne? Und bei Game Insight könnte ich rein theoretisch dann auch, ich glaube nämlich, die nehmen keine Partner, die nur 14 sind, an. Beziehungsweise sind noch nicht unbedingt nach der Suche nach Partnern, die 14 sind, weil die dürfen ja auch rein theoretisch, weil Game Insight ist ja sowas ähnliches wie Game One, nur halt online, soweit ich weiß. Ganz simpel ist halt eine Online-Gaming-Show, ist ja auch egal. YouTube einfach mal nach. Game Insight halt. Und ich glaube, das wäre auch ganz schön blöd, wenn die dann Spieletester haben, der 14 ist, der dann nur Spiel ab 12 testen darf. Wenn die dann 14-Jährigen hinsetzen und der spielt ein Spiel ab 18, zum Beispiel Call of Duden. Ja, Dr. C, ich hab das geklaut von dir jetzt gerade. Oh nein. Wie gesagt, Call of Duden. Dann würde ich jetzt
Also wenn ich das jetzt testen würde, ich glaube, dann könnte da doch recht viel passieren mit Game Insight. Ich glaube, das ist so schon eine richtige kleine Firma, soweit ich weiß. Also ich bin mir nicht 100%ig sicher. Ich möchte jetzt ja auch nicht so spekulieren oder so. Also ich sage jetzt einfach mal, Game Insight ist eine etwas größere Gaming-Show hier im Internet. So, Punkt. Schluss. Aus. Ende. Ja. Und... Moment. Ich muss mich doch mal gerade strecken. Ich bin nämlich schon noch recht müde. Ah. Ich glaube, nach der Aufnahme schlafe ich auch noch mal eine, naja, Viertelstunde oder so mal. Natürlich, ich könnte jetzt hier so ein auf Schlaflos-Projekt noch machen und jetzt trotz Müdigkeit wach bleiben und alles, ne? Aber nee, gerade nicht. Das habe ich übrigens vor. Also dieses Schlaflos-Projekt, wie man es von Galileo oder mein persönlicher Favorit ist ja Filmmann.de in diesem Punkt Schlaflos-Projekt. Aber wie man es halt von Galileo, die meisten jetzt von Galileo kennen, halt kennt, Schlaflos-Projekt so. Wie lange kann ich wach bleiben und was wird das für Auswirkungen auf den Körper und alles haben? Da habe ich schon was geplant, was eindeutig nicht mehr dieses Jahr kommen wird. Nein, ich glaube auch nicht, dass es nächstes Jahr wird, also kommen wird, denn ich habe das so. Ich weiß auch überhaupt nicht, wann es kommen wird und ob es überhaupt kommen wird, weil mit 17 mache ich es eindeutig nicht mehr. Weil mit 17 werde ich vermutlich auf dem, wenn meine Lebensplanung so weitergeht, werde ich dann auf einem Gymnasium sein. Wie gesagt, wenn meine Lebensplanung so weitergeht, was mache ich eigentlich? Ich baue hier Kilometer weit. Verdammt, da fehlt noch eine Sache. Also noch ein Block. Also wie gesagt, dann werde ich auf dem Gymnasium sein und dann werde ich kein Schlaflos-Projekt mehr machen, zumindest nicht einfach so. Gut, in den Ferien natürlich, da kann ich. Das wäre natürlich auch noch Voraussetzung dafür, dass ich Ferien habe, also aber jetzt komme ich erstmal auf den Punkt. Nämlich, ich habe geplant, wenn ich die 1000 Abonnenten-Marke überschreite, zum einen dieses Schlaflos-Projekt zu machen. Und zum anderen, wenn ich... Was baue ich mir hier überhaupt für eine kleine Hütte zusammen? Das ist ja nichts. Na gut. Mal gucken. Auf jeden Fall, also entweder wenn ich halt die 1000 Abonnenten-Marke knacke. Oder die 2 Jahre Let's Player habe. Also voll habe. Da kommt es dann drauf an, wenn ich dann mit meinen... Wenn ich 2 Jahre Let's Player bin und ich einigermaßen... Was läuft denn hier überhaupt rum? Oh, das ist ein Zombie oder ein Skelett. Hallo? Zombie? Skelett? Irgendjemand? Ich hab doch auch auf Peaceful... Nicht auf Peaceful, auf Easy. Wie gesagt, da kommt's halt darauf an, wie viele Abonnenten ich da hab, ganz ehrlich. Weil ich finde, es lohnt sich einfach nicht, wenn ich mich dann da hinsetze und dann... sagen wir alle 3 Stunden ein Video raushau, ja, ich bin auch wach. Dann wird das von 3, 4 Leuten gesehen, die mich überhaupt nicht kennen oder so. Beziehungsweise von 2 Leuten wird es gesehen, die mich kennen und habe ich da unten gerade einen Creeper gesehen? Und insgesamt hat das Video zwar 10 Aufrufe, aber nur, wie gesagt, 2 kennen mich davon. Oh Gott, habe ich das immer lieb. Boah, bitte. Und das fände ich halt persönlich blöd, also Mindestanzahl an Abonnenten, muss ich ganz ehrlich in diesem Punkt sagen, wären dann so, ja, um die 10, 20, 1000, also so um die, 300 sollten es schon sein in diesem Punkt, damit ich das mache, also... es ist ja auch kein Nachteil, beziehungsweise für euch, wenn ich es nicht mache. Es ist halt einfach nur so, ich habe da einmal mitgemacht, beim Filmmann, wie gesagt.
Ich habe, wie viel waren es? 37 Stunden, meine ich. Wenn ihr mich jetzt nicht alles täuscht, müssen das 37 Stunden gewesen sein. Ich kann jetzt mal gerade nachgucken hier. Ich habe Aufnahmen auf meinem iPhone gemacht. Ganz interessant an.